Um Istanbul zu begreifen, muss man Backstage gehen. Die größte Metropole Europas weckt die Neugier ihrer Besucher und fordert die Geduld der Bewohner. Istanbul ist mehr als nur blaue Moschee, Topkapi-Palast und Bazar. Die 18-Millionen-Stadt ist das Spiegelbild der türkischen Gesellschaft. Prada meets Kopftuch. Kaviar konkurriert mit Kebab und der Orient streift den Okzident. In keiner europäischen Stadt sind die Gegensätze der Kulturen und Lebensformen so scharf geschnitten wie am Bosporus. Ein Schmelztiegel, der politisch wie kulturell immer wieder aufbrodelt und schäumt. Hier am Fuße der großen Moscheen prallen die Systeme aufeinander. Die Gegensätze sind Istanbuls größte Anziehungskraft und ein Erlebnis, das Kräftespiel zu spüren. Am Tag ebenso wie in der Nacht. Istanbul, Kult at the City. Die Stadt, die nie zur Ruhe kommt, hat viele Wahrzeichen aus Stein und Stahl. Doch auch diese Bilder gehen um die Welt. Die Fischer vom Bosporus. Täglich suchen hunderte Angler ihr Glück auf der Galata-Brücke und es werden jährlich mehr. Wer keinen Job hat, hofft, dass der Unterhalt am Haken hängt. Einer von ihnen ist Soykan. Der 65-Jährige wirft schon seit 15 Jahren die Angel aus und kennt das Geschäft mit dem Fish to go wie kein anderer. Wir werden hier von Freunden betreut, die uns regelmäßig auch etwas Essen vorbeibringen. So sind wir bestens versorgt und können von frühmorgens bis spät in die Nacht angeln. Manche übernachten sogar auf der Brücke, wenn die Fische besonders gut beißen. Das hier ist natürlich eine große Attraktion. Ständig kommen Touristen vorbei und wollen uns beim Angeln fotografieren. Da bekommen wir auch etwas Geld. Das freut uns dann natürlich. Für die Touristen ein Spaß, für Soykan ein guter Nebenverdienst. Beißen die Fische nicht, so beißt der Gast aus aller Welt an und bedankt sich mit ein paar Lira. Wir angeln hier verschiedene Fischarten. Für jede Größe und Sorte ziehen wir den passenden Köder auf. Die Fischsorten wechseln je nach Jahreszeit. Manchmal haben wir hier richtige Schwärme und manchmal beißt kein einziger Fisch. Die meisten Fische versammeln sich jedoch an dieser Brücke. Das liegt daran, dass viele Restaurants in der Umgebung sind. Die werfen Essensreste ins Wasser. Stolz präsentiert Soykan seinen Fang. Das Ergebnis für den Vormittag kann sich sehen lassen. Für einen Fisch bekommt er 3 türkische Lira, rund 1 Euro. Momentan sind diese kleinen Fische unterwegs, aber wir fangen hier auch größere. Ab und zu ziehen wir aber auch Riesenfische von knapp 2 Metern heraus. Wir angeln auch im Winter bei Minusgraden. Fast alles an seiner Ausrüstung ist selbst gebastelt. Er hat lange an den richtigen Ködern getüftelt und zählt mit seiner Erfahrung auch zu den erfolgreichsten auf der Galata. Hier bei diesem Köder denken die Fische, es wäre Gras und beißen zu. Für jede Fischsorte lassen wir uns etwas ganz Besonderes einfallen. So romantisch diese Bilder anmuten, so traurig sind die Schicksale dahinter. Keiner von ihnen steht hier zum Spaß oder frönt seinem Hobby. Jeder kämpft hier ums Überleben. Soykan hatte früher eine kleine Schneiderei. Doch die jungen Türken kaufen jetzt auch lieber billig aus Fernost. Er musste seinen Laden schließen, die Wohnung mit der Familie räumen und in eines der Armenviertel ziehen. Jetzt steht er mit der Angel auf der Brücke und macht sie zu einem der begehrtesten Motive der Stadt und zum Kult. Im Stadtzentrum stößt man auf einen weiteren Kultfaktor. Hier hat Ismail sein Reich, der Barbier von Istanbul. In seinem kleinen Spiegelkabinett setzt er die Kunst der Rasur türkischer Art handfest in Szene. Kein Besuch für Angsthasen. Nur echte Männer haben den Mumm, sich bei Ismail und das gewetzte Messer zu legen. Und der Meister genießt sichtlich das Rollenspiel zwischen Angst und Demut und das Schicksal in seinen Händen. Zuerst schaue ich, in welche Richtung die Haare wachsen und setze das Messer gegen den Strich an. Seine Wuchsrichtung hier geht vom Hals ab, also muss ich in die andere Richtung rasieren, sonst wird die Haut gereizt und es entstehen Rötungen. Wenn man das Messer falsch ansetzt, hat man im Anschluss nur Hautprobleme. Dieses filigrane Handwerk ist vom Aussterben bedroht.
Auch die Türken sparen und holen sich den Schaum aus der Dose. Mein Laden hier ist noch vom alten Stil, das gibt es nur noch selten. Hier wurden auch schon große Kinofilme gedreht. Seit 1966 habe ich das Geschäft. Doch wer glaubt, mit dem Schaumbad im Gesicht wäre es bei Ismail getan, der irrt. Nun wird auch noch im und am Ohr gezündelt. Auch dies ein festgemeißeltes Ritual der türkischen Barbiere. Hat man das Messer überstanden, muss man zum Schluss den Feuersturm von Ismail ertragen. Früher gab es keine Waschbecken, sondern nur Eimer, in die man den Schaum geworfen, aber auch die Gesichter gewaschen hat. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Anstatt Rasierwasser hat man früher heiße Kompressen hergenommen, um die Haut zu reinigen und zu desinfizieren. Und Ismail hat auch eine neue Kundschaft im Visier. Auch in der Türkei erobert der Lifestyle-Drei-Tage-Bart die Gesichter moderner Türken. Und die wissen das spezielle Wellness-Angebot zu schätzen. Natürlich bekommt der Kunde hier auch eine Massage von mir. Er liegt hier ganz entspannt, genießt, kommt zur Ruhe. Und manche schlafen hier auf dem Stuhl sogar auch ein. Zur Krönung wird einem noch der Kopf in die richtige Haltung gebracht. Ismail überlässt hier nichts dem Zufall. Zwei Häuser weiter arbeitet auch ein echtes Original an seinen Leisten. Über eine kleine Treppe taucht man ins Allerheiligste ein. Schuster Murat bringt hier das Leder in Form. Wir arbeiten hier zu zweit. Wir wechseln uns immer ab. Einmal mache ich den Oberschuh und er die Sohle und umgekehrt. In einer Schuhfabrik sind für ein paar Schuhe gleich 10 Leute zuständig. Jeder macht einen Arbeitsschritt und alles ist aufgeteilt. Wir machen hier alles. Sogar das Design kommt aus dieser Werkstatt. Das ist hier alles echte Handarbeit und maßgeschneidert. Und deshalb halten die Schuhe auch ewig. Wie alle Handwerker hat auch er mit dem Wandel der Gesellschaft zu kämpfen. Man bestellt im Internet, kauft Masse und verliert die Wertschätzung für seine Arbeit. Wir haben hier natürlich auch Maschinen zur Schuhproduktion. Dennoch müssen wir das Leder vorher per Hand bearbeiten. Manche Ledermuster sind für die Maschinen einfach zu dick. Und deshalb müssen wir das Leder vorher dehnen und per Hand bearbeiten. Sehr mühsam. Murat entwirft auch seine eigenen Kreationen und garantiert, dass jeder Schuh ein echtes Unikat ist. Das reizt die Liebhaber handgefertigter Schuhe. Wir haben hier verschiedene Schuhformen. Jede ist anders. Es geht nicht nur um die Größe, sondern natürlich auch um den Stil. Mal oval, mal eckig, mal rund oder auch spitz. Hoher Absatz, flacher Absatz. Im Grunde liegt hier unsere komplette Kollektion. Wir können hier alles herstellen. Und diese Modelle hier sind die Basis für jeden Schuh. Hier in diesem Katalog kann man sich die unterschiedlichen Schuhe dann aussuchen. Der Kunde sagt, welches Modell ihm gefällt, und wir stellen dann den maßgeschneiderten Schuh her. Und der passt dann perfekt. Und Meister Murat konnte mit seinem Handwerk auch eine ausgefallene Klientel in seine Werkstatt locken. Nicht nur der Geschäftsmann, nein, auch Travestiekünstler und Dragqueens aus ganz Europa lassen bei ihm Maß nehmen und Laufwerk für ganz besondere Anlässe fertigen. Der Schuh hier ist 22 cm groß. Ich habe aber auch schon Modelle mit bis zu 42 cm großen Absätzen gemacht. Das gibt es nur in Handfertigung. Ich bekomme viele Bestellungen, gerade von Travestiekünstlern aus ganz Europa. Die lieben diese Schuhe und wissen natürlich, dass ich hierauf spezialisiert bin. Es sind meine besten Kunden. So ist ein kleiner Schuhmacher in Istanbul zum Kultschuster in der europäischen Travestieszene geworden. Und immer mehr Künstler erfreuen sich an seiner Fingerfertigkeit und schreien vor Glück, wenn sie seinen Schuhkarton in Händen halten. Der Weg führt uns von Murats Werkstatt zurück in die zahllosen Gassen und Straßen Istanbuls. In das kulinarische Herz der Stadt, in die Nevizade. Das kleine Viertel ist bekannt für seine Delikatessen. Früher wurde hier hauptsächlich Fisch verkauft. Heute haben sich Gemüse- und Gewürzhändler sowie einige Gourmet-Restaurants dazugemischt. Wer lecker einkaufen und essen oder einfach nur mal probieren will, kommt hierher. Einen Bissen wert sind die eingelegten Gemüsesorten sowie die unterschiedlichsten Essigsorten, eine Spezialität in der Nevizade. Von der Essiggurke bis hin zur Tomate wird hier bunt eingeweckt.
und sauer macht bei diesen Happen besonders lustig. Nach sauer kommt süß und etwas Showtime. Eine Mischung aus Akrobatik, Stand-up, Comedian und Pausenclown beim Shopping. Die Herren in der roten Weste und der traditionellen Kopfbedeckung lassen nicht nur Touristen bis zum ersten Schlecken lange mit Vergnügen zappeln. Da wird die Lust auf Eis zum Geduldsspiel. Manche Touristen müssen noch ein paar Lira in die Box werfen, damit die Waffel auch endlich in der Hand bleibt. Für die Mutter aller Döner, den Kebab, wurde auch eine eigene Straße inszeniert. Hier reiht sich ein Kebab-Restaurant an das andere. Was man heute to go zwischen Bahnhof und Fußgängerzone in die Hand bekommt, wird hier noch richtig zelebriert. Ein Döner ist Fastfood, ein Kebab ist eine kulinarische Prozession. Der Kebab ist eines der ältesten Gerichte in der Türkei und hat ganz klare Bestandteile. Zum einen haben wir gebratenes Lamm am Spieß und dazu reichen wir verschiedene Salate und Gemüsesorten wie Peperoni mit Zwiebeln, Chili-Mus, Tomatensalat, Feldsalat, Kräuter und gebratene Zwiebeln. Das schmeckt. Die Wurzeln des Kebab reichen tief bis in das Osmanische Reich zurück. Neben Lamm wurde auch Leber am Spieß gebraten und mit unterschiedlichen Salatvarianten sowie Soßen serviert. Erst Jahrhunderte später kam man auf die Idee, das Fleisch senkrecht auf einen Spieß zu stapeln und mit den Zutaten in ein Brot zu füllen. Den bei uns bekannten klassischen Döner findet man selbst heute sehr selten in Istanbul. Wer einmal das Original-Kebab-Menü gegessen hat, weiß, Kebab ist Genuss. Ein Döner reicht gerade mal dazu, den Hunger zu stillen. Wo Kebab serviert wird, ist die Bäckerei für das Fladenbrot nicht weit. Es wird praktisch an jeder Straßenecke zum Kauf angeboten. Zur Herstellung gibt es unterschiedliche Varianten. Hier wird das Brot mit ausgefeilter Technik an die Innenseite des Ofens geklebt. Das Geheimnis versteckt sich offensichtlich in einem kleinen Kissen. Das Kissen hier heißt Rabata und ist mit Schafswolle gefüllt und mit Schafswolle überzogen. Damit klopfe ich das Fladenbrot hier an die Seite. Das Kissen habe ich selbst hergestellt. Und man kann damit nicht nur Fladenbrot herstellen, sondern auch wunderbar und entspannt schlafen. Auf diese Form der Zubereitung trifft man übrigens auch in zahlreichen arabischen Ländern. Sie garantiert ein schnelles Backergebnis, aber oftmals auch verbrannte Finger. Auch Murat bleibt trotz perfekter Technik nicht immer verschont. Wichtig ist, dass der Teig immer schön feucht ist. Denn dadurch bleibt er hier auf dem Kissen und dann beim Klopfen auch an der Innenwand kleben. Die Wand muss auch immer sauber sein, sonst klebt der Teig nicht. Wenn ich viel backe, kann es schon mal vorkommen, dass sich eine Mehlschicht bildet und mir ein Brot in das Feuer fällt. Bis zu 300 Fladen holt Murat jeden Tag aus dem brennenden Backloch und verkauft es direkt an die Passanten an der Straße. Hier befinden wir uns in einer traditionellen Backstube. In Sekundenschnelle werden die Teiglinge auf Form und Größe gebracht und schließlich mit dem Schieber in einen speziellen Holzofen, vergleichbar mit einem Pizzaofen, geschoben. Das Fladenbrot hier heißt Klavasch und wird hauptsächlich für den Döner oder auch für das Kebab-Gericht hergenommen. Wichtig ist, dass der Teig sehr luftig und locker ist. Dadurch wird das Brot auch knusprig. Wir arbeiten von 8 Uhr früh bis abends 22 Uhr und backen bis zu 3000 Fladenbrote am Tag. Nach dem Kneten wird der Teig noch einmal gezogen. Hierdurch entsteht die dünnste Fladenbrotsorte, die auch nach weniger als einer Minute gebacken ist. Was so leicht aussieht, ist wahre Handwerkskunst. Wichtig ist die richtige Technik beim Kneten. Das ist nicht so einfach und kann auch keine Maschine. Wir müssen nicht nur sehr schnell sein, sondern auch die Teiglinge auf die richtige Größe und Dicke kneten. Und entscheidend ist die Lockerheit. Nur dann kann das Brot schnell durchbacken und erhält den typischen Biss. Wir müssen deshalb auch so schnell arbeiten, damit der frische Teig feucht bleibt und nicht austrocknet. Das dünne Fladenbrot wird häufig als Beilage zum Kebab-Menü gereicht. Hier die dritte Variante. Noch heute wird auf dem gebogenen Blech Fladenbrot gebacken und mit unterschiedlichen Zutaten gefüllt. Wichtigstes Instrument, der Rollstab. Wir backen das Brot hier täglich frisch und servieren es lauwarm den Gästen. Das ist sehr wichtig, denn dann schmeckt es am besten.
Man soll das Fladenbrot nicht lange lagern, sondern gleich warm verzehren. Deshalb backe ich auch nur auf Bestellung. Die gefüllten Teigtaschen sind in Istanbul ein beliebter Snack für zwischendurch mit gesunder und schmackhafter Füllung. Wir füllen das Fladenbrot mit Kartoffelpüree und etwas Chili. Oder wie hier mit Ziegenkäse und Petersilie oder anderen Kräutern. Der Käse wird klein gerieben und darüber gestreut. Wer von allem nicht genug bekommen kann, der mischt einfach Gemüse, Käse und Kräuter zusammen. Der Teig lässt sich natürlich auch mit einem Nudelholz zu Hause ausrollen und in der Pfanne backen. Auch bei der Füllung kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Das gefüllte Fladenbrot ist natürlich auch ein gesunder Snack bei einem Stadtrundgang. Unsere kleine Gourmet-Tour führt uns zu einem weiteren typischen Original, den Mokka. Der Mokka, die ursprünglichste Art der Kaffeezubereitung, hat auch hier seine Wurzeln. Seit 2013 zählt er und die türkische Kaffeekultur auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wir rösten und mahlen hier seit über 140 Jahren die Kaffeebohnen ganz frisch und verkaufen die Ware direkt an die Kundschaft. Es gibt keine weiteren Produktionsprozesse, denn dadurch bleiben die ätherischen Öle und Aromastoffe besser erhalten. Das schmeckt man. Wir verpacken das Pulver auch in kleinen Mengen, wodurch der Kaffee meistens nach einer Woche verbraucht ist und die Leute holen sich frische Ware. Das bekommen sie im Supermarkt garantiert nicht. Und natürlich auch nicht den Duft, wie hier. Die Kunden reißen den Verkäufern sprichwörtlich die kleinen Päckchen aus der Hand. Hauptsächlich wird die Sorte Arabica verkauft. Röstfrischer Kaffee ist die Basis. Doch erst die Zubereitung macht aus einem Kaffee einen türkischen Mokka. Die Zubereitung wird zur Zeremonie und ist Kultur in der Türkei. Die Kochstelle sowie Kannen und Löffel sind aus Kupfer gefertigt. Der Geschmack soll hierdurch konserviert werden. Traditionell wird der Mokka mit glühender Holzkohle erhitzt. Für eine Tasse echten und starken türkischen Mokka nehme ich 3 gehäufte Teelöffel. Das hört sich gewiss viel an, aber der Großteil des Pulvers bleibt ja als Kaffeesatz in der kleinen Kanne. Ich verwende übrigens stilles Mineralwasser und kein Leitungswasser in meinem Kaffee. Das macht den Geschmack nach meiner Meinung auch vollmundiger und weicher im Abgang. Wichtigster Punkt bei der Mokka-Zubereitung ist, dass erst das Wasser in die kleine Kanne gegossen und anschließend der Kaffee hinzugegeben wird. So setzt sich das Kaffeepulver langsam unten am Boden ab und durchzieht das Wasser. Neben dem Kochen gibt es auch eine klare Zeremonie bei der Vorbereitung und dem Trinken. Wir servieren zum Mokka immer ein Glas Wasser. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Man soll vor dem Mokka einen Schluck Wasser trinken, damit der Geschmack im Mund neutral ist und sich das Mokka-Aroma besser entfalten kann. Und einen Schluck danach, damit man kleine Kaffeesatzreste herunterspülen kann und der Rachen wieder sauber ist. Das Wasser darf nie kochen, sonst verliert der Mokka sein Aroma. Sobald es schäumt, kurz durchrühren und dann kräftig die Kanne abklopfen, damit sich das Pulver am Boden absetzt und nicht im Kaffee verbleibt. Und direkt nach dem Abklopfen auch sofort servieren. Und jetzt steht einem echten Mokka-Genuss türkischer Art nichts mehr im Wege. Auf eine der letzten orientalischen Oasen trifft man gewiss in den Basaren. Ein Refugium für Nostalgie, Kitsch und Romantik und auf einen Quadratkilometer begrenzt. Natürlich schlendern hier auch noch Einheimische durch die Gassen, wenngleich man nicht nur durch das Angebot, sondern auch mit der Sprache verstärkt Touristen zum Kauf anlockt. So, Sie können auch mal gerne mal von unserem türkischen Honig mal probieren. Das wird aus Granatapfel, Honig und Pistazien hergestellt. Da ist keine Gelatine, kein tierisches Fett oder sowas drin. Ja? Es gibt auch verschiedene Sorten von diesen. Es gibt mit Orange, mit Haselnuss, Pomelo ist mit Zitrone, Haselnuss, Walnuss, Granatapfel mit Walnuss, nur Pistazien oder mit Feigen. Das ist eine Tradition der Osmanischen Reich, die damals erfunden wird von einem Osmanen, dass da kein Zucker drin ist, dass da reines Honig drin ist, dass das gesünder ist als der Zuckerform. Der türkische Honig, aber auch viele andere Produkte werden längst außerhalb der Stadt industriell hergestellt. Der Marktstand wird zum orientalisch designten Flagstore und für das westliche Auge hübsch orientalisch drapiert.
Das ist bei den Gewürzen nicht anders wie beim blinkenden Klimbim. Eine Reizüberflutung für die Sinne, der man sich mit ein paar türkischen Lira und einem Mokka-Set oder ein paar bunten Lämpchen für zu Hause entledigt. Am Ende landet wieder alles bei uns auf dem Flohmarkt. Wirft man einen Blick unter die Produkte, grinst einem ein chinesisches Logo entgegen. Ja, auch die Utensilien für ein Weltkulturerbe werden in Fernost gefertigt. Und dennoch versprüht dieses Labyrinth an Schaufenstern und Auslagen einen Hauch von Orient. In diesem Stadtviertel scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, was vom Ruf des Muezzin noch untermauert wird. Er ist auch Symbol für die eine Welt hier in Istanbul, die immer wieder im Widerspruch zur modernen Gesellschaft am Bosporus steht. Einer jedoch versucht, diese zwei Welten, Tradition und Moderne, zumindest musikalisch zu verbinden. Hier im Babylon, einem der angesagtesten Live-Clubs der Stadt, tritt die Band Babasula mit ihrem Frontmann Murat Ertl regelmäßig auf. Musikalisch wie optisch ist der Virtuose eine Mischung aus Genghis Khan, Rasputin und Sultan Süleyman. Ein Paradiesvogel im Musikgeschäft. Hallo, ihr seid hier Backstage bei Babasula und wir haben heute Nacht ein Konzert hier in Babylon. Hier seid ihr genau richtig. See you. Babasula hat gerade wegen seiner Hippie-Revival-Show und dem Kinofilm Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul inzwischen Kultstatus erreicht. Wir kommen aus Istanbul und haben die Band vor 20 Jahren gegründet. Ich weiß selbst nicht, wie ich den Sound beschreiben soll. Im 21. Jahrhundert kann moderne Musik aus Istanbul klar definiert werden. Wir sind zum einen innovativ und schräg, aber zum anderen auch sehr von der traditionellen türkischen Volksmusik beeinflusst. Aber wir spielen hier ausschließlich elektrische Musikinstrumente. Das hört sich dann auch sehr unkonventionell und mit gutem Willen kosmopolitisch an. Wir mögen diese außergewöhnliche Performance auf der Bühne und lassen uns hierbei auch von verschiedenen Kulturelementen, sei es Malerei, Tanz oder Theater, inspirieren. Wir lieben es einfach, verschiedene Stilrichtungen zu kombinieren. Inzwischen ist die Band um Alt-Hippie Murat auch auf Welttournee und füllt selbst größere Hallen in Australien. Neben Musik haben sie auch eine Botschaft im Gepäck und mahnen für Gerechtigkeit auf der Welt. Dieses System ist nicht korrekt, verstehen Sie? Bei diesem System tränken einige Personen den Erdboden mit Blut. Viele Menschen auf der Welt sind arm und haben nichts zu trinken. Das System auf der Welt ist einfach ungerecht und baut auch historisch gesehen auf Krieg.
Wars, for instance. So weht auch bei jedem Konzert vom Babasula immer ein kleiner Hauch von Woodstock durch die Halle. Give peace a chance, so die Botschaft. Ein neuer Tag in Istanbul. Schon in den frühen Morgenstunden pilgern die Touristen auf das Plateau mit den meist fotografierten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Kreuzfahrtschiffe laden ihre Gäste ab und die Karawane zieht auf den prominentesten Hügel. Die magischen drei gilt es mit Handy und Spiegelreflex szenisch festzuhalten. Ein Selfie mit blauer Moschee, ein Schnappschuss vor dem Topkapi-Palast und der Hagia Sophia. Sie sind der Stolz der Millionenmetropole und Symbol für Kultur, Religion und Jahrtausende alter Geschichte. Die beiden Gotteshäuser zählen zu den größten und prachtvollsten weltweit. Wer jedoch in der über 600 Jahre alten blauen Moschee Ruhe, Einkehr und Besinnung sucht, ist am falschen Platz. Insofern ist ein Blick aus der Ferne oft eindrucksvoller und zielführender als ein Foto im Gedränge. Von der blauen Moschee führt einen der Blick über die Galata-Brücke nicht nur auf die andere Seite der Stadt, sondern auch in eine andere Welt, im Mikrokosmos Istanbul. Nisan Tazi heißt das Zauberwort und der Ort, an dem der Luxus zu Hause ist. Im Nobelviertel pulsiert das andere Leben Istanbuls. Statt Kopftuch schmückt man sich hier mit Chanel, Gucci und Prada. Man glaubt sich zwischen den Prachtboutiquen und eleganten Cafés an der Côte d'Azur wiederzufinden, jedoch nicht an der Wiege von Döner, Kebab und Wasserpfeife. Das Viertel ist überschaubar und gleicht fast einem Luxusghetto für die Superreichen der Stadt. Hier leben Kosmopoliten und Global Player sowie eine der erfolgreichsten Modedesignerinnen des Landes. Simay Bülbül. Im fünften Stock öffnet sie uns ihr Atelier. Hallo! Hallo, mein Name ist Simay Bülbül und ich bin Modedesignerin hier in Istanbul. Das ist mein Atelier. Kommt einfach rein. Das Atelier ist Showroom, Schneiderei und Kreativzentrum in einem. Was hier am Bügel hängt, läuft bald in Mailand, Paris und New York über den Catwalk. Ihre Mode ist en vogue. Seit 2001 arbeite ich als Modedesignerin. Damals wohnte ich noch in London. Danach habe ich mich insbesondere auf Leder als Werkstoff spezialisiert. Unter meinem Label Simay Bülbül entwerfe ich nun seit 2008. Ich mische sehr gern Leder mit Textilstoffen, wie hier zum Beispiel bei diesem Cocktailkleid. Aber auch bei Röcken, Blusen, eigentlich jeder Form von Kleidung. Das ist Avantgarde, aber auch etwas ländlich. Einfach ganz anders. Gleich neben ihrem Showroom befindet sich ihre kleine Werkstatt. Simay hat nur zwei Mitarbeiter und näht die ersten Entwürfe alle selbst. Bei den Modellen erkennt man auch immer ihre Herkunft. Wie Sie hier sehen, tauchen bei einzelnen Stücken auch türkische Elemente auf. Aber ich sehe mich als international arbeitende Designerin. Klar bin ich Türkin, aber bei meiner Arbeit bin ich Kosmopolitin. Wir leben in einer großen Welt und ich liebe es einfach, von jeder Kultur ein paar Elemente in meine Mode einfließen zu lassen. Meine Mode ist nicht wirklich traditionell, aber mein Lebensgefühl ist doch schon sehr türkisch. Aber gerade diese Mischung scheint sie bei ihrer Arbeit auch zu inspirieren. Istanbul, ein täglich pulsierender Mikrokosmos, aus dem sie auch ihre Ideen schöpft. Istanbul ist eine große und aufregende Stadt. Sie treffen hier auf die unterschiedlichsten Menschen und Kulturen. Auf der einen Seite gibt es die konservativen Muslime und auf der anderen Seite den Jet Set.
Aber trotzdem ist die Mode übergreifend und universell. Und genau das ist es, was ich liebe. Bis einer ihrer Entwürfe schließlich in die Kollektion aufgenommen und auf den großen Shows präsentiert wird, ist es ein langer Weg. Ist sie nicht am Nähen, zeichnet sie neue Entwürfe für die übernächste Kollektion. Als Designerin muss sie immer ihrer Zeit voraus sein. Ich habe bislang über 400 unterschiedliche Modelle entworfen. Wir machen das hier im Team. Wir zeichnen und zeichnen. Sammeln die einzelnen Entwürfe und entscheiden dann, was umgesetzt werden soll. Schließlich suchen wir die besten Entwürfe heraus. So machen wir das. Was hier so spielend und leicht aussieht, ist in Wahrheit immenser Druck. Simai muss immer ihrer Zeit voraus sein, den Trend nicht verpassen oder am besten erfolgreich neue Trends setzen. Gehen ihr die Ideen aus, bleibt die Kasse leer. Manchmal sitze ich da, weil ich einfach zeichnen muss. Ich habe feste Termine, zu denen ich einfach liefern muss. Und dann gibt es Phasen, wo ich so vor mich hin experimentieren kann. Das ist verrückt. Aber ich fühle mich trotzdem wohl, habe ein gutes Gefühl für mein Leben und meine Arbeit. Und der Einsatz trägt auch Früchte. Simai hat ihre Passion gefunden, ihren Traum realisiert, ihr Hobby zum Beruf gemacht, der sie aber auch oft bis zu 12 Stunden täglich an den Zeichentisch zwingt. Sie will sich in Istanbul etablieren und demnächst auch einen eigenen Store eröffnen. Große Pläne einer jungen und couragierten Frau. Der Weg führt hinaus aus der Stadt, um eine weitere taffe und erfolgreiche Frau kennenzulernen. In einem Industrieviertel schlägt regelmäßig die türkische Sängerin İpek Gür ihr Trainingslager in einem Tanzstudio auf. Hier trainiert sie ihr neues Showprogramm. İpek ist die deutsche Helene Fischer. Sexy, sympathisch, vielseitig und unglaublich populär in der Türkei. Und deshalb will sie bei ihren Auftritten nichts dem Zufall überlassen. Es gibt immer mal wieder Schwierigkeiten. Aber ich habe sehr viele Fans, die hinter mir stehen und meine Arbeit schätzen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. İpek stand schon als Kind auf der Bühne. Sie ist eine Vollblutkünstlerin. Sie kann aus einem großen Repertoire schöpfen, singt eigene Songs ebenso wie Coverversionen. Und im Fokus steht absolut die Show auf der Bühne. Zu ihren Konzerten kommen oft bis zu 30.000 Fans. Damit zählt sie zu den Top-Acts in der Türkei. Neben ihrer Bühnenshow arbeitet İpek auch fast täglich an ihren Alben. In einem Studio am Rande der Stadt ist sie in den letzten Jahren Stammgast. Immer wieder tüftelt sie an neuen Songs, die sie meist in ihrer Muttersprache interpretiert. Sicher ein Grund, warum man sie außerhalb der Türkei praktisch nicht kennt. Heute sind wir im Tonstudio für einen neuen Song. Wir sind noch dabei, einiges auszuprobieren. Arrangieren Rhythmen und Melodien. Dann singe ich und schließlich entscheiden wir, was auf das neue Album kommt. Ein ganz normaler Studiotag eben. İpek's Musik ist eine Mischung aus türkischem Pop und Schlager. Wenngleich der Begriff und die Bedeutung Schlager in der türkischen Musikszene völlig unbekannt ist. Die Einheimischen lieben ihre türkischen Songs. Daher gilt auch für sie Never Change the Winning Music. Nur andere Interpreten singt sie dann auf Englisch und bindet sie in ihr 2-stündiges, sehr aufwendig gestaltetes Bühnenprogramm mit ein.
Bis zu 10 Outfitwechsel gehören dazu. Manchmal geht auf der Bühne auch mal was schief. So kann es sein, dass du stürzt oder stolperst. Manchmal machst du an der falschen Stelle eine Pause oder du triffst den Einsatz nicht richtig. Oder du verlierst die Choreografie mit den Tänzern und findest für 1-2 Minuten keinen Anschluss mehr. Aber keiner bemerkt es. Nur du. Durch ihren Erfolg lebt Ipek auch im Jetset. Wohnt in einem der vornehmsten Viertel und besucht natürlich auch die exklusivsten Restaurants. Sie ist aber immer bodenständig geblieben und weiß ihren Status durchaus zu schätzen und hat dabei auch nie die Bindung zu ihren Fans verloren. Sie ist kein Castingstar, sondern hat sich seit ihrer frühen Jugend nach oben gearbeitet. Als ich ein kleines Mädchen war, ich kann mich sehr genau erinnern, gab es noch keine CD-Player, nur Kassetten. Da habe ich mir schon die Lieder angehört und versucht, die Texte zu übersetzen. Ich habe auf die Starttaste gedrückt, gehört, was sie singen, dann die Songtexte Schritt für Schritt zusammengefasst und am Ende auf Kassette aufgenommen. Ab und zu habe ich die falsche Taste erwischt und die ganze Aufnahme war weg. Diesen Ehrgeiz und diese Leidenschaft für die Musik hat sie sich bis heute bewahrt. Und das spürt und hört man auch in ihren Konzerten. Bislang tritt Ipek nur in der Türkei auf. Doch sie hatte auch schon internationale Pläne und dachte hierbei auch an einen Start beim Eurovision Song Contest. Als ich Anfang 20 war, habe ich ein paar Lieder für den Eurovision Song Contest eingereicht. Aber leider haben sie mich nicht ausgewählt. So mit 22, 23 Jahren wollte ich das wirklich. Denn der Eurovision Song Contest hatte im Gegensatz zu heute einen hohen Stellenwert in der Türkei. Vor 10, 20 Jahren war es ein Riesengeschäft für die Türkei, beim Eurovision Song Contest auftreten zu dürfen. Ipek ist in Istanbul geboren und neben einer 2-jährigen Station in Deutschland hat sie ihre Heimatstadt auch nie verlassen. Sie liebt ihr verrücktes, vielfältiges, aber manchmal auch anstrengendes und nerviges Istanbul. Sie kann nachvollziehen, dass es für manche Einwohner, aber auch Besucher eine Hassliebe ist. Es ist immer das Gleiche, wenn man über Istanbul spricht. Jeder regt sich über den Verkehr auf. Die Stadt ist voller Menschen und sie gleicht einem Dschungel. Aber wenn man hier wohnt und nach einer Woche Abwesenheit wieder zurückkommt, sagt man, ach, wie schön, wieder hier zu sein. Für viele ist es eine Hassliebe zu ihrer Stadt Istanbul. Für Ipek überwiegt die Liebe zur Stadt und die ständige Sehnsucht auf Reisen. Kein Wunder, lebt sie doch in einem der exklusivsten Vororte Istanbuls mit herrlichem Blick auf das Meer, weit, weit weg von Stau, Lärm und überfüllten Basaren. Und genau dorthin führt der Weg wieder zurück, in die Altstadt. In einer kleinen Gasse liegt das Epizentrum türkischer Nachwuchskünstler. Das Pyramid Atlantic Art Center. Über 3 Etagen haben hier junge Menschen die Möglichkeit, jenseits von Verbot, Kontrolle und politischer Willkür, ihre Gedanken und Botschaften künstlerisch festzuhalten und in Szene zu setzen. Initiiert von einem der renommiertesten Künstler, Bedri Baykam. Yes, this is the work of
Das ist die Arbeit von Jerez Salman Kolkov. Und er sagt, ich bin frei, ich bin nicht frei, frei, nicht frei, frei, nicht frei. Hier geht es um Frieden, um das wichtigste Thema im türkischen Alltag, um die Politik in der Türkei und Probleme mit der Demokratie hier im Land. Das Pyramid Art Center ist ein unabhängiges Kunstcenter, das ich vor 9 Jahren gegründet habe. Hier kann man politische Kunst, aber auch erotische Kunst ausstellen, im Gegensatz zu anderen Kunstzentren oder Museen in der Türkei, die ausschließlich den Kommerz verfolgen und vom politischen System gefesselt sind. Bedri will bewusst mit seinem Haus den Künstlern und ihren Werken polarisieren. In einem Land, in dem das Kopftuch eine Renaissance erlebt, sind solche Werke ein Skandal und provozieren. Hier haben wir ein Werk von Jeroen Zahan Vakolo. Es heißt In die Falle tappen. Und wir haben hier sehr viele männliche Sexualorgane. Wichtig zu sagen ist, dass dieses Werk von einer jungen türkischen Künstlerin im Jahr 2015 gestaltet wurde. Mit solchen Werken haben wir natürlich große Probleme. Wir spüren immer wieder die Attacken der Presse. Und natürlich werden wir auch von rechten und konservativen Parteien bedroht. Im Haus arbeitet auch Bedri an seinen Bildern. Er hat sich in einem Teil seiner Werke mit der Geschichte und dem Leben des Kennedy-Clans auseinandergesetzt. Leben, Lust und Leid der Kennedys und insbesondere Ermordung von JFK. Dieses Werk heißt Kinderspielplatz. Was wir sehen, sind spielende Kinder, aber in Wahrheit spiegelt sich hier das Schicksal der Kennedys wider. Das hier ist JFK, das hier ist Marilyn Monroe, das hier ist Jackie Kennedy und das hier ist Oswald, der vermutlich Kennedy umgebracht hat. Und das hier ist der Schirmmann, der mutmaßlich das Zeichen für den Schützen gegeben haben soll, der sich hier oben in der Schulbibliothek verschanzt hat und alles hier am grünen Hügel gefilmt wurde. Sie finden auch mich auf dem Bild hinter Jackie. Hier, das bin ich. Und diese Szene ist voller Unschuld und Kinderfreuden, bis das Leben richtig beginnt und unterschiedliche Schicksale und Szenarien das Leben schließlich bestimmen. Und Bedri hat auch die Szene in der Nacht vor der Ermordung für sich interpretiert. Hier haben wir ein anderes Bild aus dem Leben der Kennedys. Es nennt sich Power Poker. Wir haben hier die guten Jungs wie John F. Kennedy und Robert Kennedy, die Poker spielen. Hier Johnson und Edgar Hoover, die offensichtlich die bösen Jungs im Spiel waren. Im Bild finden sich auch weitere Figuren und Persönlichkeiten, die John F. Kennedy ein Stück in seinem Leben begleitet haben. Aber auch der Künstler selbst findet sich im realen Leben in einem Machtspiel wieder. Viele meiner Freunde wurden von islamischen Fanatikern getötet, vor allem in den 90ern. Und alle haben für die Zeitung Hürriyet gearbeitet, die Zeitung, für die auch ich schreibe. Auch ich wurde Opfer eines Fanatikers. Am 18. April 2011 wurde ich durch eine Messerattacke fast getötet und nur durch ein Wunder habe ich überlebt. Mir wurde durch eine Notoperation das Leben gerettet. Und ich lag über 2 Wochen im Krankenhaus. Einige Organe waren beschädigt, meine Leber war durchstochen. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Auch der Spiegel befasste sich mit diesem Thema, berichtete über das Attentat und die damit verbundene Islamisierung der Türkei. Sie treibt einen Keil in die Bevölkerung und schürt den Hass. Bedri sieht sich daher nicht nur als Künstler, sondern auch als Botschafter für Demokratie. Die Arbeit an der Leinwand verliert er dabei nie aus dem Auge. Das Bild hier ist eine Nachbildung von Carracci, einem italienischen Maler aus dem 16. Jahrhundert. Das ist praktisch meine freie Interpretation eines seiner Bilder. Eine schöne Komposition, doch kein wirklich bekanntes Bild. Ich liebe es einfach, mit Collagen aus unterschiedlichen Materialien wie Stoff oder Kunstfell zu arbeiten.
Die Collagen sind eines seiner Markenzeichen und haben ihn schließlich weltweit bekannt gemacht. Das Bild heißt Strip Poker. Wer spielt nicht gerne Strip Poker? Ich liebe es einfach, mit unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Da findet man sehr viele überraschende Elemente. Wie diese Ketten zum Beispiel, sie zu sprengen, eröffnet endlose Möglichkeiten für neue Verbindungen. So chaotisch und ungezähmt seine Bilder anmuten, so chaotisch präsentiert sich auch sein Atelier. Er wühlt sich durch seine Werke und mutiert hier nach eigenen Angaben zum kreativen Messi. So gefasst und geerdet im Gespräch, so entwurzelt und stürmisch bändigt er die Leinwände. Und doch verbirgt sich im Chaos immer eine Botschaft. Hier befinden wir uns in meinem Studio, wo ich oft bis tief in die Nacht hinein arbeite. Ich liebe es, ein Messi zu sein, wie Sie hier an der Wand und überall sehen können. Ich mag es nicht, wie ein Banker zu arbeiten. Das ist kreatives Arbeiten an meinen Wochenenden. Ich arbeite gerne, schmutzig und schmierig. Einige meiner Lehrer in Los Angeles haben mich auch Godzilla genannt, wenn ich male. Schaut man sich im Atelier um, bekommt man das Gefühl, dass Godzilla auch noch von King Kong persönlich Besuch hatte. Oder war es seine Katze? Aber das Ergebnis lässt sich sehen und genießt internationales Ansehen. Yes, behind me you see the empty frame. Hinter mir sehen Sie das Werk leerer Rahmen. Ich zeige den leeren Rahmen bei der Biennale in Venedig in diesem Jahr. Mit dem leeren Rahmen haben wir endlose Visionen, endlose Blicke. Wir tappen nicht in die Falle, uns zu wiederholen. So ähnlich wie das Bild von Marcel Duchamps Babys, die ständig das Gleiche tun, immer und immer wieder. Und das ist eine Referenz an ihren Urgroßvater Marcel. Auf eine andere Form der Kunst trifft man im ehemaligen E-Werk der Stadt. Wo früher Schalter und Hebel für die Energie Istanbuls gezogen wurden, bringt nun Starfotograf Mehmet Turgut die Models unter Strom. Das Areal liegt nur einen Steinwurf vom Campus der Universität entfernt. Verständlich, dass der Studiengang mit Mehmet höchst begehrt ist. Die Bedingungen für stylische Modefotografie sind hier ideal und die Motive fast grenzenlos. Fotografen aus aller Welt buchen das stylische Ambiente für ihre Shootings. In meiner Familie sind wir schon seit über 110 Jahren Fotografen. Ich bin in der dritten Generation. Mein Opa, mein Onkel und mein Vater sind alle Fotografen. Ich habe mich auf Kunstfotografie und Porträts spezialisiert. Zudem habe ich auch ein eigenes Kunst- und Fotografie-Magazin ins Leben gerufen. Es heißt 46. Und dann habe ich natürlich auch eine eigene Talkshow im Fernsehen. Sie heißt Falan Vilan. Ja, und heute bin ich hier bei einem Workshop mit meinen Studenten, die ich einmal in der Woche unterrichte. Wie viele Künstler muss selbst der renommierte Fotograf mit dem politischen System kämpfen? Nicht jeder in Istanbul ist von den aufreizenden Posen und der Selbstinszenierung der Modewelt begeistert. Und dennoch möchte Mehmet nicht tauschen. Istanbul ist die beste Location für Fotografie. Sie hat einen unglaublichen Reiz. Die Zeit vergeht hier wie im Flug. Die Stadt ist ständig im Wandel und erfindet sich immer wieder neu, vergleichbar wie New York. Für mich hat die Stadt auch keine negativen Seiten. Ich kann nur Positives herausziehen, da wir unterschiedliche Facetten und Motive hier vorfinden. Die multikulturelle Gesellschaft und das damit verbundene Erscheinungsbild machen uns so facettenreich. Mehmet genießt einen besonderen Stellenwert in Istanbul. Viele internationale Stars, wie die Band U2 oder auch die Scorpions, hat er fotografiert. Er konnte sich international einen Namen machen. Vor circa 10 Jahren habe ich in Österreich bei einem Fotowettbewerb teilgenommen und sehr wichtige Auszeichnungen erhalten.
Einmal den ersten Preis für neue und innovative Fotografie und einmal für kreative Fotografie. Darauf bin ich sehr stolz, denn es sind internationale Preise und viele andere Teilnehmer waren überrascht von der Arbeit. Viele Fotografen aus aller Welt haben mich gefragt, wie ich die Fotos gestaltet und produziert habe. Darauf habe ich geantwortet, dass wir in der Türkei nicht nur auf Kamele steigen und reiten. Das denken nämlich viele in Europa. Dabei zählt Istanbul zu den einflussreichsten und innovativsten Metropolen der Welt. Und es gibt hier einfach die besten Locations für jegliche Fotografie. Wir leben hier ganz sicher nicht hinter dem Berg. Im Gegenteil. Viele türkische Kollegen zählen zu den weltbesten Fotografen. Mehmet setzt nicht nur Models in Szene, sondern auch sich und seine Gäste im Rahmen seiner wöchentlichen Talkshow bei CNN Türk. Hier hat er die Möglichkeit, beide Talente zu verbinden, die Fotografie und den Talk, und das mit prominenter Besetzung. Die Stars treffen sich zu einem Fotoshooting in unterschiedlichen Rollen. Wir sind hier Backstage bei meiner Sendung Valan Vilan. Backstage zu einer einzigartigen Show, heute mit Batman und Catwoman. Auch seine Studiogäste haben hier die Möglichkeit, nicht nur im Gespräch, sondern auch vor der Fotokamera zu performen. Das macht den besonderen Reiz der Sendung aus und Mehmet ist der Zuspruch der türkischen Prominenz sicher. Wir machen gerade das Make-up für die Show heute Abend. Ich spiele Catwoman, das heißt, ich bin heute die Heldin der Sendung. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn Mehmet tolle Fotos von uns macht. Ich bin zum ersten Mal in der Show und ziemlich aufgeregt. Mein Auftritt war lange geplant und heute hat es endlich geklappt. Ich freue mich. Die Gäste wissen im Vorfeld nicht, welche Figur sie beim Shooting wie auch beim Talk verkörpern sollen. Während der Show werden die Stars zunächst geschminkt und gestylt. Anschließend beginnt das Fotoshooting, wodurch der Talk mit den Stars beiläufig, aber auch überraschend und für den Zuschauer spannend und lebendig wird. So schließt sich der Kult in Istanbul. Eine Stadt, die neugierig macht, faszinierend und erdrückend zugleich. Sie ist ständig mit sich im Disput, lädt immer wieder Spannung auf und fesselt einen mit ihrem großen Gefühl. Und obendrein ist die Diva auch noch wunderschön.